Ja, wir haben im Dezember 2013 einen ausgeglichenen Haushalt der Stadt Holzminden verabschiedet. Nach langem Ringen. Er war in der, im ursprünglichen Entwurf war es ein Haushalt mit einem Defizit. Wir haben dann viel gekämpft und viel inhaltliche Arbeit geleistet. Am Ende war er dann ausgeglichen. Heißt, versteht man sofort, Ausgaben und Einnahmen sind sozusagen identisch. Das haben wir auch für die Zukunft vor. Wobei Holzminden, das muss man jetzt fairerweise sagen, im Vergleich zu vielen anderen Städten in einer guten Grundposition wieder ist, das muss man auch sagen. Unsere Betriebe zahlen die Gewerbesteuer, sodass wir eben überhaupt entsprechende Einnahmen in Holzminden haben. Natürlich reichen sie für alle Wünsche nicht aus und es werden Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Das haben wir auch schon getan. Die Stadt Holzminden kann natürlich der eigenen Wirtschaft immer helfen, indem sie Aufträge, die ihre eigenen Gebäude betreffen, ihre eigenen Straßen, zwar ausschreiben muss, aber natürlich möglichst sozusagen den regionalen Unternehmen beauftragt. Wir haben zum Beispiel auch zum letzten Haushalt einen Änderungsantrag eingebracht, wo wir sagen, dass eben gerade die Schulen zu inklusiven Ganztagsschulen für Jahr verändert werden sollen und an den Gebäuden natürlich die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Das ist indirekte Hilfe sozusagen für die eigene Wirtschaft. Wichtig für die Betriebe in Holzminden ist ganz sicherlich auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Ich will jetzt nicht hier von der Verkehrsanbindung sprechen, weil das ist sozusagen eine Ecke, die dringend notwendig ist, wo man auch immer von Holzminden ganz laut rufen muss nach Hannover bzw. zum Bundesverkehrswegeplan, dass wir das nötig haben, aber es muss auf Stadtebene entschieden. Was aber auf Stadtebene getan werden kann, ist die entsprechenden Rahmenbedingungen, dass eben der zukünftige Fachkräftemangel, der auch in Holzminden jetzt schon angekommen ist, das sind Personen, die kommen eventuell wegen ihrem Arbeitsplatz, aber die brauchen entsprechenden Wohnraum. Die wollen ein Freizeit- und Kulturangebot. Da ist ganz oft ganz schnell die Frage, was macht meine Partnerin, mein Partner? Bekommt sie auch eine Werkstätte? Kinderbetreuung und nachher auch schulische Ausbildung sind sofort die Fragen. Und da kann man als Stadt Holzminden sehr viel tun, um sozusagen so ein Willkommenspaket zu schnüren, dass dann die entsprechenden Arbeitskräfte hinterherkommen und sich auch willkommen fühlen und gerne hier sind. Also, ich habe keine Zauberkugel und kann sicherlich nicht komplett in die Zukunft kommen. Und zwar in Erinnerung dessen, was eben damals bei der Gesetzgebung passierte, die Herr Dauer vorhin angesprochen hat, dass auf Bundesebene ein Gesetz kommt, wo plötzlich die internationalen Betriebe ihre Gewerbesteuer sozusagen mit ausländischen Investitionen, stürzt dann so eine Kommune in ein solches Desaster, weil plötzlich sozusagen Millionen Einnahmen abbrechen. Wenn wieder sowas passiert, muss auch eine Kommune reagieren. Aber in naher Zukunft werde ich nicht dafür plädieren, dass es sozusagen eine Steuererhöhung gibt. Und zwar auch vor folgendem Hintergrund. Die Mehrzahl der Gewerbesteuerbetriebe in Holzminden ist etwas kleinerer in Natur. Das heißt also, wir treffen gar nicht so sehr in Nicken die Großen, sondern wir würden sozusagen unsere kleineren Betriebe treffen. Zum anderen wäre eine Gewerbesteuererhöhung und ein paar Punkte nicht so dramatisch in der guten Einnahmesituation, dass den, sozusagen den Widerhall, den man dadurch bekommt, das auch nur in irgendeiner Form gerechtfertigen würde. Aber wie gesagt, das kann man immer nur für eine bestimmte Zeit sehen. Gibt es andere Umstände, muss man einfach die Diskussion neu stellen.